Naja, aber Leute, einmal sterben ist keinmal sterben. Oh, ja, hier wollte ich gar nicht hin. Wir haben ja jetzt ein Flakon mehr. Wir werden jetzt versuchen, hier durch die durchzukommen, ohne natürlich zu sterben, weil sonst sind unsere 4000 Seelen weg. Die konnte ich noch nicht ausgeben, weil die erst später kommt mit dem Ausgeben. So, bam! Bam! Wir werden trotzdem alle mitnehmen, logischerweise. Was war das? Heiliger irgendwas. Hä, was war das? Hier. Eine heilige Klerikerglocke. Was zum Henker ist das? Physischen Schaden kritisch macht 100 Buffzauber. Hä? Okay, ich bin mal kurz gucken bei, ups, bei der Ausrüstung. Ist das vielleicht so eine Art Ring? Nee. Aber der Lebensring haben wir ja übrigens. Genau, der macht, erhöht maximale TP. Um wie viel? Ich kann den mir ablegen. Ein alter Ring mit kleinen roten Juwelen. Jeder Ring verfügt über eine andere Kraft. Okay. Wie war denn das entfernen? Entfernen ist X. Mal kurz gucken, wie viel Leben haben wir denn? 400, okay. 4, 8, 5. Naja, 6, 7, ja, 30 HP mehr. Kann um Leben und Tod sein. Ist das eine Waffe? Das ist eine... Nee. Da ist ein X dahinter. Ich weiß nicht. Ich kann nicht mit aktuellen Attributen nicht effektiv genutzt werden. Ach so. Ja, das ist zwar eine Waffe, allerdings... Ja, haben wir da nicht das Zeug zu. Lol. Aha. ist vielleicht ein Zauber oder so? Okay, ist vielleicht ein Zauber oder sowas. Nein. Aha. Kommen Sie ran. So. Ja, die haben alles so schöne Sachen zum Aufheben. Schlitz, Schlitz. Ach, nur einen Schlitz diesmal. Hinten war noch einer, das weiß ich. So. Also ich gehe jetzt nicht ganz runter, da gab es auch nochmal zwei zum Töten, aber die lassen wir einfach mal, die lassen wir da einfach mal. Hier muss ich kurz mal um die Ecke. Was ich mich gerade wundere, warum da ein Nebel ist. Wieso ist jetzt hier der Nebel? Der war doch vor uns nicht da. Hä? Das verwirrt mich gerade. Hä? Der ist noch... Aber der... Okay, der hat volles Leben. Okay, ich dachte gerade. Da ist unsere Sachen übrigens. Da werden wir uns langsam hinbegeben, damit wir die aufheben können schon mal. Okay. Jetzt haben wir unsere Seelen wieder. Und wenn wir jetzt wieder sterben, kein Problem. Das ist dann kein Problem. Aber ich habe nicht vor zu sterben. Haha, wollt ihr mich wieder schnappen, der Sack. Nicht mit mir, dem Tenchi von Snoops Kanal. Adelstitel und so. Oh oh, war eine schlechte Idee. Huh. So. Ach, das ist doof. Was war das denn gerade, Tenchi? Wieso habe ich jetzt eine Rolle gemacht? Warum habe ich eine Rolle gemacht, Mann? Man wird doch so ungeduldig, wenn man schon mal gegen den so weit war. Dann wird man etwas ungeduldig. Jetzt rein. Zweimal und jetzt abhauen. So. Oh, oh. Oh. Das war knapp, Mann. Das war knapp. Da ist wieder so ein Geist. Hallo, Geist. Oh, 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 oh. Okay. Vor allem, wie der Geist auch dagegen, dagegen kämpft. Wow. Ich weiß nicht genau, was, warum da dieser Balken so unhaltvoll ist. Das verstehe ich nicht so recht. Okay. Ah, er wird größer. Oh. Nein. Oh, fuck. Ich wollte die Chance noch nutzen, ich Idiot. Oh nein! Komm ich hier weg? Oh oh, oh oh! Wertvoll, 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 wertvoll! Okay, trinken, trinken! Oh oh! Ausweichen! Oh! Schützen! Oh, fuck, 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 fuck die fuck! Okay! Easy, easy! Jetzt komm mal her! Jetzt komm her! Jetzt kämpft mal! Jetzt kämpft mal! Oh shit, wir kämpfen doch nicht, ich habe keine Mana mehr. Ausdauer.
Was jetzt los? Ah, das war der Biss. Ausweichen. Oh, shit, er hat mich da trotzdem noch erwischt. Ah. Okay. Oh Gott. Er ist so krank, Mann. Der ist so krank. Man soll ja eigentlich so... Okay. Ich bin hinter ihm gewesen, kurz. Oh, er beißt, er beißt. Das ist gut. Oh, oh. Oh. Nice, wir haben ihn zweimal wieder mit einer schweren Attacke getroffen. Vielleicht schaffen wir es ja nochmal. Ich sehe nichts. Shit, 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 shit. Weil ich wusste jetzt nicht, ob ich hinter ihm bin oder vor ihm. Okay, einmal getroffen. Ah, geschützt. Und. Ja, den. Geschützt haben wir uns trotzdem. Hallo, hier bin ich. Ja, beiß nochmal. Yeah. Eins, zwei und abhauen. Schutz, 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 Schutz. Okay, easy. Okay, der ist gleich down. Yes, da ist er down. Easy. König von Erbe des Feuers zerstört. Das war also der Erbe des Feuers. Glut wiederhergestellt. Was auch immer das bedeutet, ich weiß es nicht. Und einen Haufen Seelen bekommen und wir haben ein Schwert bekommen. Und zwar ist es das hier ein Schlüssel. Also ein Schlüsselgegenstand. In Schrein Leuchtfeuer stoßen, um Reisen zu ermöglichen. Und wir haben hier ein Leuchtfeuer. Machen wir natürlich an. Benutzen wir auch zugleich. Wir wollen ja unsere Flakons wieder auffüllen. Sehr schön. Ja, ansonsten habe ich hier auch schon alles abgesucht. Hier gibt's nichts. Es tut mir, Leute, wie gesagt, es tut mir immer noch leid, dass ich schon ein bisschen was weiß. Das nimmt so ein bisschen die Spannung, aber ihr kennt's ja noch nicht. Ihr kennt es ja noch nicht. Also, passt schon. Aufmachen das Ding. Und jetzt ergibt uns eine komplett neue Welt. Eine komplett neue Welt geht hier auf. Vielleicht auch nicht. Hallo? Da ist eine Leiche, da geht's hoch. Ich guck trotzdem nochmal alles genau ab. Vielleicht kann ich nie wissen. Gerades Bruchschwert, das ist ein Schwert, das total kacke ist. Menü öffnen. Wow. Geil, dass uns jetzt gezeigt wird, wie man das Menü öffnet. Hier hinten geht's lang. Da ist eine Leiche da hinten. Der da weiß noch nicht genau, was er machen will. Deswegen bleibt er noch sitzen. Aber der vor uns. Vielleicht machen wir einfach so. Kriegt man beide. Ich würde gern hinter ihn kommen. Wieso hat er den nicht geschlitzt? Verstehe ich nicht. Manchmal frage ich mich, warum das nicht geht mit dem rein Backsteppen. Ich glaube, die meisten von Dark Souls, die spielen mit Backsteppen. So schnell hinter den Gegner kommen und dann reinstechen das Ding. Ich mag aber eher dieses Rüstungsding. Ich mag das einfach so mit dem Schild, so bam, bam. Das macht echt Fun. Ich liebe das! So. Hier geht's auch nochmal ab. Da sind noch ein paar Unentschlossene, sag ich mal. Die nicht genau... Oh. Das war natürlich jetzt knapp. Oh, oh. Ah, du Sack. Es gibt noch eine andere Sache, eine andere Steuerung. Die habe ich noch nicht gesagt. Zum Beispiel, man kann, wenn man das Schild weglegt, also wenn man zweithändig führt, man kann auch zweihändig führen, dann macht man mehr Schaden. Kann aber nicht mehr so gut blocken. Ja, das blockt natürlich nicht so gut. Aber man kann dann mit dieser Pariertaste auf einmal eine ganz andere Stance machen und eine ganz andere Technik. Zum Beispiel kann man da mit dem hier, da kann man so von unten nach oben schlagen. Da kann man die Verteidigung des Gegners durchbrechen. Oder man kann halt noch den hier. Was das macht, wahrscheinlich nur mehr Schaden. So kann man natürlich auch spielen. Geht's da unten lang? Ach, da ist ein Schwein. Was? Was zur Hölle? Ach, das kostet übrigens Mana. Das kostet dann Mana und ich habe meinen Mana komplett verschwendet, weil ich es euch nur so gezeigt habe. So, dann machen wir ein Schild wieder an. So. Okay, ich hätte ja gedacht, dass nur mehr Leichen liegen, die man irgendwie plündern kann. Aber hier hinten wahrscheinlich. Hier hinten muss doch was geben. Wenn da so ein Haupttor war, dann muss doch hier noch irgendwas geben. Was? Keine Leichen? Das ist aber ungewöhnlich. Alter! Wo ist? Ja, so geht's natürlich auch. Wir bekommen trotzdem unsere Seelen. Plus 10, wow, 10 Seelen bekommen. Boah.
Okay, an dem erinnere ich mich nicht mehr. So, Glut, müssen wir mal schauen, was das ist. Glut. Erhält Stärke der Flamme. Steigert Trefferpunkte bis zum Tod. Was? Benutzen, löschen, ablegen? Hm, keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, wie man das dann verwenden soll. Wird es bestimmt irgendwie einen Weg geben. So, dann gucken wir mal hier rein jetzt. Und hier sind wir jetzt im, ja, Feuerschrein, sag ich mal. Feuerbandschrein heißt das Ding. Der Feuerbandschrein. Ich glaube, hier oben hatte ich mal geguckt gehabt. Hier gab es, glaube ich, rein gar nichts. Ich renne nochmal schnell hier lang. Da stehen irgendwie so Nachrichten, sowas wie versuch's mit Springen oder so. So, dass man hier runterspringen soll. Aber ich glaube, hier oben gibt es echt nichts. Okay. Dann geht es auf der anderen Seite auch nochmal hoch. So. Hier gab es, glaube ich, ein bisschen mehr, weil man hier rausgehen kann, wie man sieht. Hier ist dieser übelst geile Baum. Schon krass. Und dann gibt es hier noch etwas Interessantes, und zwar ein Tor, was man nicht aufmachen kann, weil es verschlossen ist. Hier war eine Seele und hier, da kann man bestimmt eine Abkürzung draus basteln, wenn man von oben dann die Leiter runterlassen würde. Was aber nicht geht momentan. Da oben, da liegt auch nochmal eine Leiche rum. Da komme ich nicht ran. Ich habe es versucht mit hier lang springen, aber... Ich glaube, hier ist irgendwie eine unsichtbare Wand oder so. Keine Ahnung, es geht einfach nicht. Da muss man wahrscheinlich von da oben runterspringen. Kann man vielleicht an die Leiter dran springen? Mal testen. Halt dich doch fest. Ach, geht einfach nicht. Also, gehen wir wieder zurück. Denn jetzt gibt es die ersten NPCs, mit denen man auch mal quatschen kann. Wo man so ein bisschen was erfährt, was denn jetzt abgeht überhaupt. Wir sind einfach auferstanden und ja, was nu? So, da sitzt ein... Oh, hey, ist ein Haufen Tote. Was zur Hölle? Hä, gegen was haben die denn gekämpft? Wie einfach... Okay. Ah... Another one, roused from the sleep of death. Well, you're not alone. We unkindled are worthless. Can't even die right. Gives me conniptions. And it have us seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones. But we are talking true legends, with the metal to link the fire. We're not fit to lick their boots. Zusammenbrechen. Don't you think? Wir sollen also die wie heißen die? Feuerfürsten. Die Feuerfürsten, ja, finden und sie zu ihren Drohnen bringen. Also, ist interessant. Hurra für Suppe. Was? Was? Hurra für Suppe? Okay. So, hier, da ist ein Schmied. Hier ist nochmal die, ja, quatschen wir mal mit der. Welcome to the bonfire, unkindled one. I'm a firekeeper. I tend to the flame and tend to thee. The lords have left their thrones and must be delivered to them. To this end, I am at thy side. Okay. Ashen one, to be unkindled is to be a vessel for souls. Sovereignless souls will become thy strength. I will show thee how. Ashen one, bring me souls plucked from their vessels. Okay, also quasi, die sind von ihren Drohnen auferstanden und sind weggelaufen und jetzt müssen wir sie wieder zurückbringen, quasi. Okay. Then touch the darkness within me. So, und hier können wir jetzt... Nourishment from these sovereignless souls. Und hier können wir jetzt upgraden. Wir könnten theoretisch... Entschuldigung. Alter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Stufen aufsteigen. Und könnten jetzt hier auswählen, was wir machen wollen. Zum Beispiel Stärke. Mit Stärke erhöhen wir den Waffenschaden. Das sieht man da alles, was so blau ist. Waffenstärke wird erhöht. Verteidigung wird erhöht. Ja, wenn man noch weiter hoch geht, dann sogar Resistenzen noch ein bisschen. Man könnte aber auch Vitalität nehmen. Das macht
ja, später auch Resistenz ein bisschen, aber auch meistens wahrscheinlich das, die Treffer-TP. Das sind, glaube ich, die, die am wichtigsten sind. Zauberei macht halt Zauberei-Sachen, ne? Braucht kein Schwein. Kondition, Ausdauer geht da hoch. Das ist immer schön, die Ausdauer hoch zu haben, ist auch schön. Belastbarkeit, da kann man die, die Betragelast, die man mit sich führt, ja, erhöhen. Was ganz wichtig sein kann für schnellere Rollen und sowas. Was, Finderglück, was ist das denn? Okay. So, Geschicklichkeit, was geht da hoch? Da geht die Waffendamage auch teilweise hoch. Intelligenz, Glaube. Resistenz bei Glaube, okay. Glück. Man kann auch Glück erhöhen, nice. Ich werde mal kurz nichts machen, denn... Wir können ja nochmal gucken, was es jetzt hinten gibt. Danke. Feuerhüterin, okay. Hier zum Beispiel ist nämlich noch jemand. A pleasure to make thine acquaintance, Ashen One. I am but a humble handmaid of the shrine. Weapons, armor, trinkets and spells. I've lots of little things to ease the burden of a weary traveler. And yes, I'm undead too, but not so charitable as to give my goods away. Ashen One, fetch souls and bring them to me. As is thy want, no? So, bei dem können wir jetzt, oder bei ihr können wir Sachen kaufen und verkaufen. Verkaufen wäre, glaube ich, ganz gut. Da können wir nämlich mal diesen zerbrochenen, das zerbrochene Ding hier, das zerbrochene Schwert, das bringt uns 3 Seelen. Aber hey, weg damit. Die Glocke kann ich mal weghauen. Verkauf, ausgerüstet, Gegenstand nicht möglich. Ah, ist noch ausgerüstet. Moment. Ashen One. Be sure to bring more souls. Ja. Weil man hier, Leute, man kann nämlich mit dem Schnellmenü, wie man hier unten sieht, schnell die Waffen auswählen. Damit man nicht immer hier im Menü rumgurken muss, so wie ich es gerade falsch mache. So, hier, man kann bis zu 3 Slots quasi reinbelegen, dann kann man schnell hin und her wechseln durch die ganzen Waffen. Das kommt weg, dann kann ich es jetzt verkaufen. Aber es ist schön, dass man das nicht außerdem verkaufen kann. So. Keine Ahnung, ob das Ding gut ist. Vielleicht ist es ja ein übelst krasses Ding. Eine der heiligen Glocken, mit der die Wunder der Götter gewirkt werden, wurde häufig Geistlichen gegeben, die zu Untoten wurden. Um Wunder zu wirken, muss ein Talisman oder eine heilige Glocke angelegt und ein Wunder am Leuchtfeuer eingestimmt werden. Fertigkeiten, sanftes Gebet, regeneriert vorübergehend TB, wenn auch sehr langsam, keine beiden Händen getragen werden. Ist natürlich trotzdem geil, vielleicht verkaufe ich es doch nicht. Vielleicht kann man das später nochmal verwenden, aber jetzt können wir 1000 Sachen kaufen, wie man sieht. Glut. Alter, die Glut kostet 2500, Leute. Erhält Stärke der Flamme, steigert TP bis zum Tod. Davon haben wir sogar 3 Stück. Nice. Ne, 1 haben wir. Oder? Hm. Reparaturpulver, weil man muss seine Sachen und seine Waffen können nämlich auch kaputt gehen. Da muss man auch so ab und zu mal reparieren. Prismasteine zur Wegmarkierung auf dem Boden platzieren ist auch eine sehr nice Sache. Ja, kostet nicht viel. Werde ich mir, glaube ich, mal was mitnehmen. Da kann man dann so kleine so Spuren auf den Boden legen, wo man sagt, hier war ich schon. Vielleicht braucht man das ja irgendwann mal. Heimkehrknochen, damit können wir uns teleportieren an den letzten Lagerfeuer. Das ist Multiplayer-Zeugs. Getrocknete Finger. Sollte nur mit größerer Vorsicht benutzt werden. Aha. Turmschlüssel. Schlüssel zum baufälligen Turm hinter dem Schrein. Kostet 20.000 der Schlüssel. Da waren wir ja gerade. Hier sind ein bisschen Magie. Hier gibt es noch ein Dolch. Ein paar Waffen. So Billigdinger. Hellebarde. Eine Hellebarde. Da brauche ich aber 16 Stärke, um den zu benehmen. Aber macht, glaube ich, nicht so viel mehr Schaden, als ich habe. Als ich momentan schon habe. Was haben wir hier? Eine Fackel. Auch geil. Ein Lederschild. Ein Lederschild. Block 52 physisch bloß. Ja, dann nochmal irgendwelche Sachen zum Anziehen. Ketten und Lederstulden. Okay. Gut. Ah, ne, warte mal. Ah, doch. Genau. Okay, das war alles. Hier wollte ich nicht viel machen, aber... Ja, be careful. Wir gehen mal zu dem Schmied hier hin. Das ist nicht der fette Schmied, was ist hier unten?
Ah, scheint vertraut. Okay. Well, a newcomer, I see. I am Andre. I serve at this shrine as a humble smith, forging weapons. Okay. You're in search of the Lords of Cinder. Oh yeah. A toilsome journey, I'd wager. You'll require good arms. Let me smith you weapons. I am a smith. Such is my purpose. Okay. Und hier, Leute, hier sieht man einige Sachen. Man kann Waffen verstärken. Man kann auch die Estus Flakon zuweisen. Jetzt wird's interessant. Das gab's damals nicht. Es gibt diesmal Estus Flakons. Das sind die HP-Flaschen. Und es gibt auch die Mana-Flaschen. Man kann jetzt sagen, dass man am Lagerfeuer immer so zwei davon und zwei davon kriegt. Oder, mein Fall, vier. Ich möchte einfach nur vier von, immer nur von HP tränken haben. Vier Stück, perfekt. So, Estus Flakons kann man auch verstärken. Dafür brauchen wir aber eine Estus-Scherbe. Die haben wir nicht, aber wenn wir eine finden, sofort hierher bringen. So. Dann Ausrüstung reparieren. Anscheinend ist nichts kaputt. Nice. Und dann kann man Waffen durchwirken lassen. Also das heißt, die nochmal krass abändern, glaube ich. Zum Beispiel Ritterschild, Nahkampfwaffe. Ich könnte meine Nahkampfwaffe mit einem gealterten Edelstein, könnte ich daraus ein gealtertes Langschwert machen. Würde... Was bringt denn das groß? Ach, die Attributsbonus geht hoch. Auf C. Ja, ist nicht besonders gut, aber vielleicht kann man die mehrmals hochdrücken. Dann können die Attributsdinger hochgehen. Und zwar die Attributsdinger da. Ah, geil, ich habe eine Maus. Hier die Attributsdinger hier unten. Das heißt zum Beispiel, wenn bei Stärke jetzt ein A stehen würde, dann so also eine 1 quasi, im englischen Notensystem ist das ja eine 1, dann könnte man, also dann wird die Waffe mit Stärke stärker, macht mehr Schaden. Wenn man die Stärke hochdrückt, macht es mehr Schaden. Wenn es hier bei Beweglichkeit A wäre, dann würde es durch die Beweglichkeit mehr Schaden machen. Und ja, unser momentan ist auf D, also sehr schlecht. Ich glaube, S ist das Beste, wobei ich nicht weiß, wie es jetzt hier aussieht. So, mit dem kruder Edelstein könnte man einfach ein krudes Langschwert machen. Da kriegt es einfach nur hier mehr Schaden. Haltung bleibt gleich, FP-Kosten. Oder man macht einen feurigen Edelstein. Und da muss ich jetzt sagen, den hätte ich mir quasi geben lassen können am Anfang. Hätte ich vielleicht machen sollen, ich weiß es nicht, bin mir noch unschlüssig. Weil letztens habe ich da feurige Edelsteine, glaube ich, mal gefunden. Und damit kann man das Schwert zu einem feurigen Langschwert machen. Und da macht man weniger physischen Schaden, aber 99 Feuerschaden extra. Das ist schon geil. Das wäre schon geil gewesen. Aber ich habe jetzt diesen Ring genommen, weil ich es einfach testen wollte. Aber 30 Leben ist jetzt auch nicht die Welt. Und das gleiche kann man mit einem Ritterschild machen, wie es aussieht. Ja. Physisch, der blockt plus 79%. Es wäre schon besser, wenn der mal 100 blocken würde. Nee, Abwehrminderung. Abwehrminderung macht der 100% momentan. Finde ich gut. So, das kann man machen. Man kann aber Waffen auch einfach verstärken. Einfach so, wie sie sind. Mit einer Titanscherbe. Man sieht, ich bräuchte für die Waffe bräuchte ich jetzt noch, ich brauche zwei Titanscherben. Ich habe bloß eine gefunden bis jetzt, schade. Und dann würde ich die Waffe auf, ja, 110 plus 14 auf 121 plus 17 hauen. Ich weiß nicht genau, was dieses Plus bedeutet, aber ja. Oh, an sich würde der Attribut hier unten sogar noch verstärkt werden dadurch. Nice. Und das kann ich dreimal machen mit der Titanscherben. Ich brauche aber erstmal ein paar. Und eigentlich könnte man die auch kaufen teilweise. Nein, was würde beim Schild passieren? Mehr Haltung. Haltung ist gut. Das heißt, wenn dich so ein Riesenvieh trifft, dass du dann nicht einknickst und also dass du das standhältst quasi, wenn dich jemand trifft auf dem Schild. Und wenn der richtig stark ist, dann knickst du nicht ein. Dafür ist Haltung ganz gut. So. Kann man hier auch was kaufen bei dem? Leider nicht. Ja. Na gut. Be careful. I don't want to see my work squandered. Okay, dann haben wir tatsächlich nichts zu machen. Also werden wir das Geld bzw. die Seelen hier ausgeben als Level Up. Ah nein. Doch. Alter, was macht denn der da? So.
Ja, ich würde gerne mit Stärke ein bisschen was reinmachen, aber nicht so viel. Vielleicht 16. Ich könnte mir die Heldebarde vielleicht mal kaufen mit 16. Schaden ist jetzt nicht, wird jetzt nicht wirklich mehr. Also wie man sieht, hier wird nicht alles so viel, aber Verteidigung geht ein bisschen hoch, das finde ich gut. Und Vitalität will ich was reinpumpen. Nochmal schön viel TP haben. Ausdauer ist später auch geil. Machen wir vielleicht noch eins in Ausdauer. Mal kurz gucken. Kondition. Naja, bringt jetzt nicht so. Ne, machen wir erstmal TP. Machen wir erstmal schön rein. Einfach schön reingepumpt jetzt. So. Es wird auch jede Stufe teurer. Die nächste Stufe würde 1600 kosten. Wird also immer teurer. Aber naja. Wir haben es ja. Jetzt möchte ich mal kurz gucken. Es war falsch. Dieses Schwert hier. Oh. Es macht 110 plus 17. 110 plus 17 und die hatte doch noch so eine Heldebarde. Pass auf, jetzt kann man hier Titanitscherben kaufen, das wär's. Ne. Aber Schilde sind hier zum Beispiel. Die, aber Abwehrminderung 52, 62. Also die machen bloß so 80% Blocken. Das ist doof, das brauche ich nicht. Ich brauche 100% Block. So, Talisman. Hier die Heldebarde wollte ich. Ah, 1500 kostet die. Die macht tatsächlich mehr Schaden. 125 statt 110. Ja, aber vielleicht finden wir ja noch irgendwann ein besseres Schwert. So, wir haben jetzt hier noch einen Haufen Sachen zum Ablaufen. Ich bin ja echt mal, glaube ich, fast überall lang gelaufen. Hab aber nichts gefunden. Also ich kann mal einen Kreis laufen. Man sieht nicht viel. So. Hier ist nichts. Also ich habe das Gefühl, hier gibt es nicht wirklich was. Hier kann man wieder hoch. Kann man hier nochmal... Geht es da irgendwo hin? Nein. Dann geht es hier nochmal lang. Da ist nochmal ein Ding. So, hier unten. Hier gibt es irgendwie nichts. Außer so ein Trollding. Aber das ist schon verschwunden. Da hieß es irgendwie unsichtbare Wand. Und dann habe ich hier noch einen anderen Spieler gesehen, der auch gegen die Wand gesprungen ist. War ganz witzig, aber... Ist ja nicht gespeichert worden, weil meine Aufnahme Fujikado war. Okay. Das heißt, man kann jetzt überall rumlaufen, aber ist nichts. Deswegen frage ich, wundere ich mich, warum hier Leute gestorben sind. Ganz komische Angelegenheit, aber vielleicht gibt es das ja später. So, wir haben jetzt hier, ist ja dieses, ja, das Dings, und wir haben ja dieses Schwert zum Reinstecken. Und daraus basteln wir uns jetzt hier ein eigenes Leuchtfeuer. Muhaha. Nice. Und dann setzen wir uns hier gleich direkt dran. Denn hier geht es jetzt weiter. Denn, nee, Zauber-Lagerkiste. Es gibt auch Lagerkisten, sehr schön. Brauche ich momentan nicht. Untoter Knochensplitter verbrauchen. Ich habe keine untoten Knochensplitter. Aber wir können reisen. Und das finde ich sehr schick. Hier kann man zu den Sachen reisen, wo man schon überall war. Hier zum Beispiel ist der Endboss gewesen, also den wir von uns gelegt haben. Und so weiter. Und hier geht's zu dem neuen Abschnitt. Und da wollen wir jetzt hin. Ja.